Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben heute etwas dramatisches Licht von dieser Seite. Das macht einen schönen Schlagschatten. Es macht vermutlich auch einen Schlagfuß. Zudem habe ich eine Jacke angezogen, denn es ist kalt. Kalt, kalt, kalt in diesem Land. Es ist so eine Art September. Heute habe ich mich für keinen schönen Hintergrund entschieden. Das hat verschiedene Gründe. Die Gründe sind wunderbar. Die Gründe sind, die klingen gut, die Gründe. Und vielleicht hören Sie mal zu. Ja, also ich hoffe, jetzt ertönt großartiger Applaus, denn das war meine erste eigene Komposition an meinem wunderbaren, wunderbaren Flügel, der heute gestimmt wurde. Vielen Dank, Herr Gohl, vielen Dank. Er klingt wunderbar und es ist nicht aufgeklappt. Ja, man muss nicht übertreiben. Es ist ein Flügel, Sie können mir das glauben, es ist einer. Und ich kann schon ein Lied spielen, selber komponiert. Und so weiter und so weiter. Sie kennen das Lied ja schon. Habe ich ja vorhin schon gespielt. Außerdem erfülle ich damit natürlich auch mein Soll, was ich gesagt habe, dass ich Ihnen ein Stück vorspielen werde. So. Mein Thema ist heute, ich suche einen Pianisten. Ich brauche nämlich für meine... meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen. Gesangsunterricht heute nach 6 Wochen zum ersten Mal. Es war anstrengend heute, ich weiß nicht. Deswegen sehe ich auch nicht ganz so gut aus heute. Aber ich habe diese Jacke mir angezogen, damit ich mich nicht verkühle. Das ist auch wichtig. Dieser Pianist. Ist ja schön, wenn er Klavier spielen könnte. Gut, das Aussehen schadet nie. Aber ein bisschen Gitarrenunterricht wäre auch schön. Also wenn er das gehabt hätte, so ein bisschen Blues spielen und so. Weil also es gibt Pianisten, die können keine Gitarre spielen. Und also ich kann auch nicht so, also musikalisch. Also deswegen mache ich ja Kabarett. Weil ich dachte mir, wenn ich nicht so gut bin musikalisch, ne, dann sage ich einfach, es ist lustig, dann fällt das nicht so auf, dass das nicht so gut musikalisch ist. Problem, ich weiß nicht, ob ich witzig bin. Und habe dann gedacht, naja, vielleicht bin ich dann musikalisch doch wieder besser und dann muss ich nicht so lustig sein. Aber zu dem Lustigsein habe ich mir jetzt gerade einen Podcast angehört von einem Kollegen, also jemand, der sagt, er ist Kabarettist und also eigentlich sagt er ist Komiker. Und er macht das jetzt schon seit anderthalb Jahren und er macht einen Podcast und der hat einen verwirrenden Namen, der erinnert mich irgendwie immer ans Klavierspielen, keine Ahnung warum. Jedenfalls erklärt er, wie das funktioniert mit dem Komikersein und das ist wirklich sehr intelligent. Also da sollten Sie wirklich auch mal reinhören, wenn Sie möchten. Aber ich freue mich, dass ich heute so redselig bin. Ich werde gleich noch ein paar andere Videos aufnehmen, um mich auszudrücken, um Hintergründe meiner Wohnung zu imaginieren. Aber jetzt zum Abschluss noch einmal, wie Sie sich sicherlich gewünscht haben, meine Komposition. Auch ich bin Komponistin, ja. Für Sie. Nein, für dich.